Reparieren, Moment. Ja, und herzlich willkommen zurück hier in der nächsten Folge Reparieren. Wir machen hier unglaubliche Fortschritte in dieser Instanz, die so mega leicht war, wie Talarian mir versicherte im Vorhinein. Ich bleibe dabei, dass wir das zu viert geschafft haben. Ja, aber warum wer ist auch wir? Nicht? Wir ziehen das doch nur ein bisschen in die Länge, damit wir Spaß haben. Also ich glaube, der Tod jetzt gerade hätte nicht sein müssen, aber da war keiner drauf vorbereitet. Wir waren alle mit was anderes beschäftigt. Ich nicht. Wo ist der denn hergekommen? Auf einmal. Aus der Kapsel. Ja, jemand hat die Kapsel aufgemacht, ja, während ich ja zum Beispiel Mist. Dabei war, meine nee, wir Tasche haben ja, leer wir zu haben machen. Ja gesagt, wir haben das doch gesagt. Ja, wir machen haben wir gesagt, die Kapsel wir auf? Die und dann habe ich gesagt, ja, ja wir sind aber ja dann die richtig, ihr habt die Frage gestellt. In dem wollte ich versuchen, schnell meinen Beutel zuzumachen. Er war zu und ich war tot. Ja, jetzt keine Ausreden, sagt einfach, ja, wir waren schuld, entschuldigt bitte, nein, komm nicht wieder bitte, vor, ein Gold hier in die Schuldkasse. Bitte und, sag das, bitte sag es, ja, sag einfach ja. Sagen, du hast recht, da muss nicht drum rumreden. Komm Leute, ein bisschen mehr Disziplin, jetzt reicht's. Also das ehrlich, ging einfach Disziplin. Nur zu schnell, wenn wir sagt, wie schreibt man das? Es reicht jetzt. Eine Kapsel auf, dann etwas langsam. Ich habe einen alten Mann dabei, der kann nicht so schnell. Ja, Brausebacke, du kannst das genauso wie alle anderen. Wir müssen jetzt nicht so rumheulen. Jetzt kommen alle her und wir machen weiter. Jetzt haben wir auch alle Ausreden einmal durch. So, da steht er und grinst so, uns zack, an. Zack, ich gehe den jetzt pullen und dann geht's drauf. So, jetzt zeigt mir, wie das richtig geht. Ich räume derweil mal mein Inventar auf. Stop, da, 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 da. Nein, das war ein Scherz. Ich kämpfe natürlich mit. Ich gehe da einfach nicht so nah ran. Ich glaube, das hilft schon. Das mache ich ja auch selten, aber ich habe zwei ziemlich gute Nahkampfschaden, Brennen und so weiter Fähigkeiten. Und die nutze ich ab und zu. Überleg dir mal, wie leicht der umzuhauen war. Ja, habt ihr halt nur nicht gemacht. Ich weiß. Ich höre immer ihr. Das ist der Punkt, der mir nicht gefallen. So, Speisekapsel wird aufgemacht, zack. Warum warst du denn tot? Weil er mich erschlagen hat. Schreckliche Dinge. Nicht aufgepasst, wahrscheinlich im Inventar gewühlt. Möge der blasse Baum. Was kann ich denn dagegen tun, wenn er mich schlägt? Nächste Kapsel, alle ran. Ich bin doch so klein. Du glaubst du nicht, dass ich mich daneben die Kapsel stelle? Das kannst du mal alleine machen. Ich mach auf. Möge der blasse Baum euch. Alles klar, weiter geht's. Ah, du machst das so schön. So, die Fische hier im Wasser ignorieren. Können wir da auch durch dieses Spinnennetz hier durch? Nein. Stimmt, können wir tatsächlich nicht. So, bitte noch nicht aus dem Wasser einfach rausschwimmen, dann machen wir die Barracudas doch tot, da stehen nämlich Mobs. Ein Barracuda. Da sind aber ganz schön viele, ne? Ja, doch irgendwie. Ah, da muss ich doch mal meine Rolle hier rollen. Habe ich eigentlich alles klar. Inzwischen genug Punkte, um mir das auch zu holen? Da habe ich doch früher immer drauf gespart. 33. Ja! Das ist doch der Tornado, ne? Ja! Ach, ist das schön. Das muss ich jetzt. Boah, guck mal, Leute. Ich bin ein Strudel. Ich bin der Malstrom. Rosewind hat gezogen, es geht weiter. Ja, die sollen ruhig alle hier reinkommen. Die werden schon ihr nasses Wunder erleben. So, der Bogenschütze, da ist jetzt unser Ziel. Wir können versuchen, die beiden hinten nicht zu ziehen. Ich weiß aber nicht, ob es klappen wird. Mich bringt nicht zu weit. Ja, hier ganz direkt ans Ufer nur stellen und nicht viel nee, weiterlaufen. Alle gezogen, alle gezogen. Dann zieh ich die mal zusammen. Ja, dann macht mal schnell euer Inventar zu und kämpft mit, dann schaffen wir das. Da, es ist doch super easy, schon ist er down. Oder sie. Nummer 1, nächster. Hier links übrigens müsst ihr jetzt hin angreifen. Einfach T drücken. Huch!
gerade bei irgendwem der Feueralarm losgegangen oder was war das? Nächster. Ältere, schwerhörige Menschen müssen alles etwas lauter. Hier ist kein Telefon. Wir sind die Inklusionsgruppe. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geht nicht. Ja, es geht nicht. Wir spielen. Ich ruf zurück, geht quasi. Das sind Prioritäten im Leben. Darauf kommt's an. Gut, dann machen wir jetzt eben eine kurze Pause. Dann einmal bitte alle hier hinstellen. Jetzt geht's. Warte, ich mache hier ja, eben kurz, hier mache ich dir die Aufnahme aus, bevor der dann noch, wer weiß, was hier ins Let's Play reinquatscht. Wir sehen uns ja, gleich wieder. So, jetzt habt ihr leider die ganze hochinteressante Brausewind-Lebensgeschichte verpasst, die er gerade am Telefon erzählen wollte. Tut mir leid, aber vielleicht machen wir das mal in der Special-Folge. So, aber jetzt weiter hier in der, wo sind wir noch gleich? Wie heißt die Ini? Hab ich schon wieder vergessen. Zwielichtgarten. Zwielichtgarten. Galia, du willst aufmachen? Ja, ich will mal eine Runde sterben. Los, dann mach das. Ich stelle mich ganz weit weg. Möge der blasse Baum euch segnen. So, jetzt werden die Hunde da hinten platt gemacht. Da sind einige silberne bei, aber auch normale. Das ist ja nicht so schlimm. So, auf geht's. Die kommen ja alle. Ne, die kommen doch nicht. Genau, bald wieder mal schön an der Stelle. Sehr gut machst du das. Tägliche Tötungen abgeschlossen. Vorsicht, du bräuchtest ein bisschen Heal, glaube ich. Alles gut. Oh, dein Leben ist ja wieder voll. Ja, das ist der Foliant. Mann, oh Mann, wo sind wir denn hier? Ey, ihr braucht ja nicht auf den Liegenden da drauf einschlagen, das macht man nicht. Danke. Wir haben versucht, erste Hilfe zu leisten. Also. Weiter geht's. Möchte jemand die Kapsel aufmachen? Oh, nö. Gut. Um mich braucht ihr euch nicht zu kümmern. Mir geht es gut. Ja, das kenne ich schon, wenn die das sagen. So mächtig habe ich mich noch nie gefühlt. Alles meins. Alles meins. Bla 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 bla. Denk auch nur an sich. Ich finde das schön, wie du immer mit der Kühle arbeitest. Das vernachlässige ich, ja. Ja, oh, ich weiß nicht, hat sonst noch einer Kühle? Ich glaube, das bist du, ne? Ja, ich mache ja nicht viel. Ich gehe einfach alle meine Fähigkeiten im Prinzip der Reihe nach durch. Da hinten ist wieder so ein böses Blümchen. Also alle auf den Hexer. Erstmal auf den Hexer. Ne, die Blümchen sind da nicht besonders wichtig. Da müssen wir später hin. Ja, die erreichen uns hier ja nicht. Und Hexer, alles klar. Ist nicht so ein Edgar Wallace-Film oder so? Der Hexer? Oder täusche ich mich da gerade? Brausewind, du kennst dich doch mit sowas bestimmt aus. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ach so. Klappt aber gut, ja. Das waren noch drei, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, sind noch ein Zehntel von einem. Ja, und jetzt sind sie alle tot und wir leben noch. Was ist denn da? Wie könnt ihr mir das erklären? So Blumenwäsche kaputt machen? Wird wohl einer gestolpert sein von den Jungs. Ja, wahrscheinlich. Ausgerutscht, die anderen beiden hat er mitgerissen. Bitte.
So, die Hunde sind alle silbern. Als ob uns das noch schreckt. Wir ziehen die auf die Brücke. Wir ziehen die auf die Brücke. Die war gerade über. Ja, oder wir lassen's. Ihr müsstet eben ganz schnell Hasso aufheben. Der freut sich. Klappt nicht. Ja, ich sehe das schon. Mach doch erst die Hunde dahin fertigen, lass ihn fliegen. Ja, aber du hast nur mal Schlagkraft, du bist ein Krieger. Und ich bin gleich tot. Oh oh, oh oh. Und die Blume ist natürlich auch wieder da, also hier läuft gerade alles schlecht. Ja, das nächste Mal ziehen wir den einfach zur Brücke. Nein, mich hat's auch noch erwischt. Dann muss ich doch mal glatt. Oh oh. Sieht diesmal nicht so gut für uns aus. Nee, irgendwie nicht so. Deutran, geht zurück, dann resetten die. Alle down? Okay. Ich, nee, ich lebe noch. Ich retze euch. Ich retze euch. Ja, gut, dann komm. Jetzt muss ich erstmal warten, bis die Hunde da. Ja, ja. Wir sind resettet. Wir sind weg. Bau dich Blümchen. 3, ja. 2, 1, Zündung! Jawoll, tschüss Blümchen, gut gemacht. Ja, und wie geht's euch da so am Boden liegend? Ja, uns geht's gut. Wir können uns hier die Landschaft begucken. Besonders die haarigen Dinge, die von der Decke hängen, sind sehr seltsam und weniger ästhetisch. Achtung, ein vergängliches Blümchen ist respawned. Keine Ahnung, ob dir das was tun wird. Bis jetzt noch nicht. Okay. Nicht zu weit vorrennen, ne? Nein, nein, keine Sorge. Wo liegt denn Talarian? Hat schon released und kommt hierher gelaufen. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt... vergiftet, ich bin vergiftet, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich zu Hasso hinkomme, ohne dass die Hunde... Ja, Hasso, die Sette mal. Warte. Doch, ich komm dran, oder? Ja, ich komm dran. Und dann, wenn du lebst, lauf schnurstracks zurück zur Brücke. Genau, Gallia hält mir den Rücken frei von diesen blöden Blumen. Erfrischend. Die Cave lassen wir liegen. Kennen wir nix. Weil? Weil die sonst wieder zu den Streit Hunden hinrennt. Ach so, ja gut, dann... So, dann stellen sie jetzt das ein Blümchen bitte kaputt machen. Dann stellen sich jetzt einfach alle auf die Brücke und einer geht pullen. Ja, das ist doch gut. Ja. Huch, ich bin ja vergiftet. Achtung, wieder Blümchen da hinten. Oha, oha, oha. Vorsicht. So, jetzt habe ich auch den richtigen anvisiert. Da kann nun gar nichts mehr schief gehen. Bin ich jetzt schon wieder tot? Das gibt's ja jetzt. Ja, die machen wirklich Schaden. Ja. Jetzt stirb doch endlich, du Hundevieh! Ach, der. Fels und Stein machen euch. Hat sie wieder hochgeheilt, wa? Nein, davon sind einfach 20 Stück, da ja der eine resettet gerade. Aber das ist nicht schlimm, ist ja nur noch einer. Dann leben wir erst Hasso wieder. Ja, der kommt auch wieder zurück. Oh oh. Das war natürlich. Schmerz für Schmerz! Nein, Hasso lebt ja noch nicht. Ich dachte, Hasso lebt schon. So, jetzt ja. Aber.
siehst du wohl, alles wird gut. So, in dem Raum möchte ich bitte zwei Leute für die Blümchen verpflichten, weil wir hier gleich kreuz und quer durchrennen müssen. Ja, zwei, aber bevor wir da jetzt durchrennen, kreuz und quer oder wie auch immer, machen wir einen kleinen Cut und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Und